So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Don't Starve. Ich mache hier gleich direkt los, weil wir haben ja ein bisschen Zeitdruck in dem Spiel immer. Und ich habe ein paar Kleinigkeiten gelesen, nicht allzu viel über das Spiel. Deswegen weiß ich, ich muss meine lieben Berry Bushes hier mit Dung erstmal wieder zum Leben erwecken, nachdem ich die umgepflanzt habe. Und ansonsten kommt da kein Essen raus. Mal gucken, ich bin auch gerade ziemlich hungrig. Den Pumpkin habe ich, die Carrot habe ich, Berries kann ich welche essen schon mal. Den Rest bereite ich dann heute Nacht zu, dem Pumpkin, glaube ich. Das sollte dann etwas besser werden. Ich hole mir hier aber, also etwas nahrhafter quasi. Ich hole mir jetzt aber gleich mal so ein bisschen Dung wieder. Sollten ja hier unten, waren hier unten nicht viel mehr von den... Oh, sind die Kühe jetzt abgehauen, weil kein Ding mehr da ist, weil der Wald weg ist? Kann es sein? Das wäre ja richtig doof, weil die waren eigentlich so sehr wichtig für mein Ökosystem quasi. Ich nehme mal ein bisschen Holzkohle hier wieder mit. Das wäre sehr schade, wenn die verschwunden wären. Das würde mich traurig machen. Wie gesagt, ich habe nicht so viel drüber gelesen. Also über das Spiel, nur ein paar Kleinigkeiten, wie halt das, wie ich meine Berry Bushes hinbekomme, weil beim Angucken letztes Mal hatte ich schon das Gefühl, die sehen nicht so fit aus, wie sie sein sollten. Hier ist einer und da gibt es also einen Ochse und da gibt es auch oder Bulle oder Attack, wer es auch immer sein soll. Ein Rind. Und da kann ich auch mir weiteren Dung holen. Ich möchte jetzt auf jeden Fall all meine Berry Bushes irgendwie hinkriegen, weil das ist, glaube ich, eine echt gute Nahrungsquelle auf Dauer. Dürfte besser funktionieren sogar als die blöden Hasen. Obwohl natürlich, die Hasen werde ich trotzdem weiter fangen. Vielleicht gibt es ja später auch bessere Möglichkeiten, das ein bisschen effektiver zu gestalten. Und Fertilize. So, guck mal, apropos Hase, ne? Da ist einer. Dann können wir stelle ich gleich die nächste Falle auf. Die dürfte danach dann aber platt sein. Nicht Eat, sondern Bait anlocken. So. Und den Hasen. Naja, komm, den mache ich gleich. Zack, zack, zack. Gut, haben wir einmal Meat. Und kann ich noch irgendwas tun hier jetzt gerade? Ich habe auch rausgefunden, wie man an diesen, es gibt ja diesen Adventure-Mode, ja. Was ich dazu machen muss, um in den zu kommen, weil den möchte ich ganz gerne mir mal anschauen im Laufe des Let's Plays. Das wird sicherlich noch die ein oder andere Folge dauern, bis wir so weit sind, bis wir die Sachen dafür zusammen haben. Aber, ja, das werde ich irgendwann mal tun, auf jeden Fall. So, da unten waren die Schweine alle. Ich laufe eher so ein bisschen, wohl weit laufe ich vermutlich nicht mehr, es ist schon sehr spät. Mal hier einfach in die Ecke gucken, vielleicht habe ich eine Fackel dabei. Ich habe nicht mal eine Fackel dabei. Ich sollte wieder zurücklaufen. So, bevor mich dann nachts im Wald irgendwas überfällt. Wie sieht es denn mit meiner geistigen Gesundheit hier aus? 148 ist noch okay. Da muss ich dann später mal wahrscheinlich trotzdem irgendwann demnächst mal wieder schlafen. Ich bin mir noch gar nicht hundertprozentig sicher, ob das mit dem Schlafen dann überhaupt getan ist. Ob ich da noch irgendwas anderes machen muss. Ich hoffe, das Schlafen reicht. So, Razor und ich muss hier ein neues Feuerholz nachlegen. Habe ich noch irgendwo Feuerholz? Ich mache erstmal mit Holzkohle an. Hatte ich irgendwo noch einen Stack Feuerholz? Ist schon ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich sehe gerade kein Feuerholz leider. Dann fälle ich mir doch mal einen Baum. Nur so ein von den größeren. Does that mean spring is coming? Ja, das ist, weil ich den Vogel angeklickt habe, ne? Pick up log. Pinecone log. So, und da ist noch ein log. Und die Pinecones pflanze ich natürlich gleich wieder ein. Ich will hier nicht wieder einen Wald haben. Und, Silk haben wir ja auch noch. Stimmt, wir haben einmal gegen Spinnen gekämpft, ne? So, jetzt hier mal Pumpkin. Guck. Was gibt's denn da Leckeres? Gibt's Hot Pumpkin. Eat. Oh, der war gut. Der war richtig gut. Dasselbe machen wir auch nochmal mit dem Fleisch. Guck. Und
Ja, jetzt sehen wir doch schon wieder ganz gut aus hier, würde ich sagen. Den da hier, den kann ich fällen, glaube ich. Das hat nicht viel gebracht, aber naja. Plant. Pflanzen wir wieder neu an. Schön. Hier, die Loks lege ich mal ab hier. Na, jetzt hat er wieder seinen Haschmich. So, und jetzt gucke ich mal in die Science Machine hier. In meine Rezepte quasi, was ich Neues machen könnte. Science, die Mining Rod, ne, die brauchen wir. Und wie man sieht, dazu brauchen wir auch diesen Nightmare Fuel. Damit möchte ich mir aber nach unserer Erfahrung beim letzten Mal ein bisschen Zeit lassen, sage ich mal. Will nicht gleich wieder sterben. So, Refine, Ropes kann ich machen, Magic. Magic würde mich echt mal interessieren, ne? Was brauche ich denn, um so einen blöden Hat zu machen? Da muss doch hier irgendwo dabei sein. Straw Hat. Feather Hat, Winter Hat, Top Hat. Oh, the classiest hat of all. Brauche ich 6, Spinnseide, das natürlich ziemlich, ziemlich viel ist, sage ich mal. Na, jetzt legt das Zeug doch ab. So, haben wir es wieder ein bisschen heller gemacht. Und, ja, wie ist denn hier? It's growing so slowly, ja, but it's growing, sage ich mal. Das ist, ist doch schon mal was wert. Und wir haben hier ja echt schön jetzt mit Berries ein bisschen einen Notfallvorrat. So 135. Ich weiß nach wie vor, wie gesagt, nicht so hundertprozentig, wie ich das hochkriege. Kann ich so einen Mandrake eigentlich auch zubereiten? Oh, my head. Das war der Schrei vermutlich, ne? Cooked Mandrake, eat. Wir haben gerade einen Tag irgendwie verdingst, ne? So, wir hören wieder diese Geräusche. Das heißt, irgendwo sind diese Viecher unterwegs. Die kennen wir ja schon beim letzten Mal. Deswegen, warte mal, ich könnte mir vielleicht noch ganz kurz hier so eine Dings machen. Habe ich dafür genügend? So ein Grass Suit? Grass Suit, ne, habe ich gerade nicht genügend. Ich sammle mal ein bisschen Grass ein. Es kann, glaube ich, nicht schaden, wenn ich das gleich mache. Oh, guck da hier. Zu spät. Attack. Go for the eyes. Und das Monster-Meat, das lasse ich aber liegen, das brauche ich nicht. So, Attack! Oh Gott, jetzt versteckt sich das blöde Viech hinterm Busch. Mach's kaputt, mach's kaputt! So, sehr schön. Gut, und hier haben wir unsere Trap. Die ist jetzt hinüber, aber wir haben noch einen Hasen. So, und ich sammle noch ein bisschen Grass ein, da können wir uns demnächst irgendwann so eine Grass-Suit machen. Und hier haben wir einen Berry-Busch. Das ist sehr schön. Die kann ich, glaube ich, gleich... Na, okay, ich war satt. Egal, hätte ich essen können. So, Pick Grass. Oh, Pick up Pinecone ist natürlich nach wie vor sehr wichtig, weil... Oh, noch mehr Berries. Weil ich will meinen Wald ja aufforsten. Und jetzt laufe ich hier nochmal runter. Und der Speicher zwischen, sehr schön. Und schau, ob ich noch mehr Dung finde, damit ich meine restlichen Berry Bushes wieder in den Griff kriege. Manure, da haben wir es schon. Einmal. Die sind jetzt mehr im Wald unterwegs, ne? Komme ich da ran? Ja. Mit ganz, so von der Seite, wenn ich kann ich es anklicken. Genau, so. Will jetzt den Baum nicht fällen. Ich nehme auch schon mal einmal Seeds mit, dann können wir die zweite Basic Farm auch wieder bestücken. Mit neuen Seeds. Mal gucken, was da noch so alles rauskommen kann. Das weiß ich auch nicht. Ich kann mir aber irgendwie vorstellen, dass da auch andere Sachen rauskommen können als nur Nahrung. Obwohl, naja, nee, es gehört zum Nahrungsforschungszweig. Weiß nicht, ob da vielleicht andere nützliche Pflanzen einfach noch rauskommen können. Ja, es schließt ja irgendwie Nahrung hier mit ein, solche Sachen. So, Walk to Pig House. Ja, these pigs have pretty fancy houses. So ist es. So, das schläft da bei den Spinnen. Auch interessant. Ich sollte vielleicht mal auf die Karte gucken, wo ich mich überhaupt aufhalte. Ist irgendwie alles nicht so prickelnd hier. Ja, ich mache gerade relativ wenig Produktives, ist mir klar. Ich will erstmal jetzt wirklich mich darum kümmern, dass ich so meine Grundversorgung gesichert ist. Ja, insofern das natürlich möglich ist. Aber dass ich jetzt erstmal wirklich Nahrung genügend habe. Was mit dem Berry Bush ja ganz gut funktionieren sollte. Und ja, dann vielleicht nochmal durch das Wormhole gehen und dann drüben nochmal eine kleine Tour machen, weil das könnte ich eigentlich gleich machen, ne? Das war... Hier war doch irgendwo ein Wormhole, ne? Genau da. War das das?
So, Jump into Wormhole. Weil hier gab es da auch viele, viele Ressourcen, die echt gut waren, dachte ich. Wenn ich mich recht erinnere. Gibt es Berries und das geht aber irgendwie auf die psychische. Auf die psychische Konstitution quasi, ne? Und so, ich esse mal, dass ich jetzt nicht noch hungrig werde oder so. Könnt ihr natürlich auch einen Tag verbringen und hier mal rumlaufen. Ja, ich meine, ich könnte ja einfach so ein Feuer machen irgendwie. Eine Axt habe ich noch. Da ist noch mehr Carrot. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Was meint ihr? Da gerade gar nicht schlüssig eigentlich. Wenn das jetzt das Feld ist, auf dem ich... Nein, das ist es nicht. Das wäre ja echt seltsam gewesen. So, jetzt lass mich mal gucken, was brauche ich denn für Light? Ich kann was brauche ich für ein Campfire? Ich brauche Logs. Dann mache ich mir nicht hier mal ein Campfire. Ich verbringe hier mal noch einen Tag dann. Und ja, das reicht ja ein normales Campfire. Da brauchen wir kein festes zu machen. 116, das geht zumindest nicht runter, glaube ich. Ja, aber ich habe schon wieder so die Schlieren in der Optik. Na, am Rand vom Bildschirm, oben bei dem Hasen sieht man's. Na, jetzt komm, mach den Baum platt, Kollege. Oh, it's all piney. So, und ich habe eine neue Axt noch dabei gehabt. Das ist natürlich sehr gut. Da hat einer mitgedacht. War ich das? Sieht mir gar nicht ähnlich. So, ja, it's getting late. I need to make a fire. Satt sind wir ja komplett. Und ja, ich gehe mal in die Richtung nochmal. Ein paar Schritte zumindest. Guck mal, ob sich hier irgendwo ein schöner Platz findet. Und vielleicht auch noch ein bisschen Walrus Camp. Ja, da muss ich auch mal aufpassen, was das ist. Nicht, dass da irgendwie... Nicht, dass mich Walrösser überfallen. Walrösser sind ja gar nicht so witzig. Da bin ich sehr nah an den Spinnen. Das muss nicht sein. Gut, ich mache hier mal ein Campfire hin. So, Build Campfire. Da. So. Und ja, ich lege gleich mal einen Log nach. Und chop, chop, chop. Ich habe eine Spinne gehört. Greifen die mich jetzt an, weil ich zu nah am Spinnencamp quasi hause? Take that, Major. Das ist immer noch mein Lieblingsspruch. Aber sie hätten ihm ruhig ein paar mehr Sprüche spendieren können. So. Ich weiß inzwischen übrigens auch, das war ja eine Fehlannahme die ganze Zeit. Das ist natürlich nicht Maxwell, den wir hier spielen. Maxwell ist der, in Anführungsstrichen, Böse, der uns hierher verfrachtet hat. Da habe ich am Anfang was falsch verstanden. Und ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube, den Namen habe ich jetzt aber vergessen von ihm. Wilson, glaube ich, oder? Wilson, kann das sein? Wollen wir mal eine Spinne attacken? Ja, das sind zu viele. So, jetzt haben wir ein bisschen Feuerholz gemacht. Pick up Flower. Was ich mit den Flowers machen kann, weiß ich auch noch nicht so hundertprozentig. Wahrscheinlich kann ich damit dann die Ding fangen, ne? Wie heißt's? Die Schmetterlinge, genau, die Schmetterlinge. Man hat ja öfters schon Schmetterlinge rumfliegen gesehen. Ja, jetzt greift mich das Viech tatsächlich an. So, I'm going to stomp you dead. Ja, jederzeit. Also, mal so eine Spinne schaffen wir inzwischen. Da haben wir auch noch eine Spinnenseide. So, sehr schön. Haben wir eine Spinnenseide noch mitgenommen. Machen wir das Feuer etwas heller. Oh, ja, jetzt brennt das hier ab. Blöd. Blue Mushroom. Ich werde ihn nicht essen, keine Sorge. Oh, ich kann nicht, nicht mehr rumtragen, also lasse ich ihn auch hier liegen, oder? Habe ich was anderes, was ich liegen lassen kann? Nee, dann lasse ich die Finger von den Mushrooms. Das kommt mir, glaube ich, eher auf Dauer besser. So, das ist jetzt natürlich nicht so gut, das bin ich mir bewusst. Deswegen machen wir hier mal Cook Morsel. So, eat. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, wenn wir ehrlich sind. Esse ich mal noch eine Mandrake und bin wieder deutlich fitter. Sehr schön. Mal gucken, dass ich vielleicht noch welche krieg davon. Das sind so die absoluten Notfallrationen, die auch wirklich gut funktionieren. Ja, ich habe gerade mal geguckt, was da unten, was man alles noch machen kann. Aber nichts Besonderes in dem Sinne. So, Berrybush. Nehmen wir natürlich ab. Die Carrot hier nehme ich mit. Und dann schauen wir nochmal auf die Map. Ja, in die Richtung war ich noch nicht unterwegs.
So, ich habe auch noch genügend für noch ein Campfire, falls ich... diese Viecher, ne? Die irritieren mich ein bisschen. Das sind Flowers. Und das sieht so aus, als geht's hier nicht weiter. Nee, hier geht's nicht weiter. Hier geht die Nichte weiter. Das war das Wormhole, aus dem wir gekommen sind. Das möchte ich nicht. Möchte ich nicht, Wow. Ich will mich mit dem Viech nicht anlegen, aber es will sich mit mir anlegen, so wie es aussieht. Oh, das sind noch zwei. Wow. Und die Treffer sind hart, die das austeilt. Also keine Chance. Und ich weiß auch warum, weil da unten ist sein Nest gewesen gerade, ne? Und den zweiten Treffer würde ich vermutlich nicht überleben. Aber ich glaube, es lässt mich gerade in Ruhe. Habe ich eine Pickaxe dabei? Habe ich nicht. Schade eigentlich. Da ist noch ein Warriors Camp. Habe ich alles dabei, um mir eine Pickaxe zu machen? Ja, komm, ich baue mir mal eine Pickaxe. Und dann farme ich hier mal so ein bisschen was ab. So Gold Nuggets sind ja auch nicht schlecht. Won't fit in my pocket, aber ich habe... Ich esse mal die Seeds, dann habe ich den Platz im Inventar dafür nämlich. So. Und dann meinen wir das mal und nehmen mal die Gold Nuggets nämlich mit. Weil davon brauche ich für die diversen Machines ja noch welche, ne? So, mein Hop, ein Gold Nugget. Wenn wir schon mal hier sind, das Zeug hier wächst auf den Feldern. Oh Gott, und jetzt bin ich von der Health echt wieder ordentlich runter. Das ist nicht gut.